Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Und zwar in den folgenden Video will ich euch ja wirklich nur ganz kurz zeigen, wie ihr die IPv6 Unterstützung auf eurer Fritzbox aktivieren könnt, ja, einrichten. Das geht im Prinzip, das ist wirklich sehr einfach anhand weniger Klicks. Die Sache ist nur die, dass diese Option etwas versteckt ist und ja, vielleicht ist der eine oder andere noch am Suchen. Deswegen wollte ich euch jetzt schnell zeigen, wo ihr das findet. Und zwar, das ist jetzt aber nicht. Genau, wir müssen uns auf unsere Fritzbox hier auf die Weboberfläche anmelden. Ja, mit unserem Zack. Genau. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine, ja, 7320, eine Fritzbox, ja. Das ist aber im Prinzip das gleiche bei allen Fritzboxen. Findet ihr das hier unter dem Menü Internet. Und zwar wichtig hier ist, also Internet und dann Zugangsdaten hier. Einfach draufklicken. Und genau, dann sieht es vom Hause aus hier so aus. Ja, wir müssen hier die erweiterte Ansicht aktivieren, damit wir hier die Option haben. Und zwar, das könnt ihr einfach mit einem Klick hier unten ja auf Ansicht Standard steht das hier. Das ist jetzt so standardmäßig auch. Und wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, einmal und ein bisschen warten, ganz kurz schon haben wir hier die erweiterte Ansicht, ja. Und hier sehen wir, haben wir schon ein paar Optionen mehr. Wir bleiben jetzt aber heute hier bei dem IPv6. Ja, einfach draufklicken und dann, das ist jetzt aktiv zum Beispiel. Das sieht normalerweise so aus, glaube ich, vom Werk aus. Ist deaktiviert. Wir setzen hier einfach den Haken und ja, hier können wir einfach hier auf Empfohlen lassen und einfach mit einem Klick auf Übernehmen hier und schon ist die IPv6 Unterstützung hier aktiviert. Ja, wenn wir wieder deaktivieren möchten, dann einfach den Haken hier rausnehmen. Ja, genau hier ich ja Internetzugangsdaten IPv6 und hier je nachdem aktivieren oder deaktivieren, was wir machen möchten, einfach übernehmen und schon. Ja, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ja, wie immer einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.